Recht herzlichen Abend auch von meiner Seite. Es freut mich, dass doch recht viele heute zu dem Vortrag gekommen sind bei einem Thema, das zum Glück, muss man sagen, nicht allzu viele Leute betrifft. Wenn es jemanden betrifft, dann ist man natürlich mit der Diagnose Hirntumor, sagen wir mal so, etwas beschäftigt. Ich darf kurz einen Überblick geben, was will ich überhaupt bringen. Man könnte ja stundenlang drüber reden. Ich darf zuerst einmal ein bisschen was Allgemeines über Hirntumore erzählen, dann die drei häufigsten Tumorarten Ihnen vorstellen, die uns, ich würde sagen, zu 95% beschäftigen. Und dann darf ich Ihnen so einen kleinen Einblick in die moderne Neurochirurgie geben. Was für technische Möglichkeiten haben wir? Was wenden wir an technischen Mitteln, um modern und sicher zu operieren? Beginnen wir mit dem Allgemeinen. Insgesamt gibt es so circa 120 verschiedene Hirntumore. In Zukunft wird es vielleicht noch viel mehr geben, weil molekulargenetische Untersuchungen die Tumore immer noch mehr unterteilen können. Sie werden, glaube ich, auch noch ein Primar Offner von der Pathologie hören, der wird Ihnen vielleicht über die Molekularbiologie der Tumore noch einiges zusätzlich erzählen. Derzeit gibt es ungefähr 120 verschiedene Formen von Hirntumore. Hirntumor ist aber nicht gleich Hirntumor und Hirntumor muss überhaupt nicht eine böse Diagnose sein. Es gibt nämlich sehr gutartige Hirntumore, die, wenn man sie entfernt, man geheilt ist. Und auf der anderen Seite gibt es leider auch sehr bösartige Hirntumore. Die sind so bösartig, dass es eigentlich zu den bösartigsten Tumorformen überhaupt zählt. Also bösartiger wie Brustkrebs oder andere Tumorformen. Also Hirntumor können auch lebensbedrohlich sein. Zum Glück betrifft es relativ wenig Erwachsene. Also nur 2% aller Tumorerkrankungen betreffen Hirntumore. Eine der häufigsten bösartigen Hirntumore, den Cursor sieht man, glaube ich, ja. Das Glioblastom hat eine Inzidenz von 6 auf 100.000 Einwohner. Was heißt das? Also 6 Neuerkrankungen auf 100.000 Einwohner pro Jahr leiden an einem Glioblastom. Auf Vorarlberg umgerechnet, also mal 400.000 Einwohner, wenn man gut schätzt, wären es 24 Neuerkrankungen pro Jahr. Wenn man das vergleicht mit den häufigsten Tumorarten, dem Prostatakarzinom bei Männern, Lungenkarzinom, Brustkrebs, hat das Prostatakarzinom 110 auf 100.000 Einwohner, also im Vorarlberg ungefähr 400 pro Jahr, Lungenkrebs 240, also das Zehnfache vom Glioblastom. Also wir sehen, im Erwachsenenalter ist zum Glück der Hirntumor eher eine Seltenheit. Im Kindesalter ist es was anderes. Natürlich, Kinder haben auch nicht so oft der Lungenkrebs, die haben nicht geraucht oder Prostatakrebs. Bei Kindern ist der Hirntumor eher häufig, ist die zweithäufigste sozusagen Tumorerkrankung bei Kindern. Und 20% aller Krebserkrankungen macht das beim Kind aus. Wie teilen wir die Tumore jetzt ein? Und ich möchte vielleicht zuerst einmal unten beginnen. Die häufigsten Hirntumore sind die sekundären Hirntumore. Was heißt das? Das sind die Hirnmetastasen. Das sind Absiedelungen von anderen Tumoren, vom Lungenkarzinom, vom Prostatakarzinom, bei Frauen Brustkrebs. Die können Metastasen ins Gehirn setzen. Und das machen sie relativ oft. Und zwar deshalb, das Hirn ist ja ein Organ, das sehr gut durchblutet ist. Das Denken braucht viel Energie. Und wir wissen, dass ungefähr 20% vom Herzschlagvolumen, vom Blutvolumen pro Herzschlag in den Kopf transportiert wird, weil eben das Hirn sehr viel Energie braucht. Und die Tumore, ob jetzt Lungenkrebs, Brustkrebs, die werden ja über das Blutsystem ausgestreut. Und deshalb finden wir auch sehr oft und häufig Metastasen im Gehirn. Vom Hirn selber, also Tumore, die von den Hirnzellen oder von den Hirnhäuten ausgehen,
die nennen wir hirneigene oder primäre Hirntumore. Die entwickeln sich sozusagen aus Zellen der Gehirnsubstanz oder aus der Hirnhaut. Und da gibt es eine ganze Reihe, die sind Gliome, Ependymome, Meningiome, die kann man unterteilen und dann kommt man ungefähr auf diese 120 verschiedenen Formen. Fast alle extrem selten, die häufigsten sind die Gliome und die Meningiome und die werde ich dann später Ihnen auch ein bisschen näher bringen und beschreiben, wie die ausschauen und wie wir die operieren. Die Klinik, wie wird ein Hirntumor überhaupt auffällig? Ich darf vielleicht wieder unten beginnen. Oft ist es nur ein Zufallsbefund. Viele Leute haben ein Schädel-Hirntrauma, stoßen sich den Kopf an, haben Kopfweh, Schwindel, so unspezifische Symptome und bekommen dann automatisch eine Bildgebung, MRT vom Kopf. Und bei vielen dieser Leute findet man dann einen Hirntumor aus reinem Zufall. Die haben eigentlich noch gar nichts gemerkt bis dato. Wenn Leute Klinik haben, dann können sie meist, das ist oft sehr gesellschaftet, Hirndruckzeichen haben. Das heißt, wenn ein Hirn im Kopf wächst, dann braucht er ja Platz. Das Hirn kann ja nicht ausweichen, das ist ja im Schädelknochen gefangen. Und dann steigt der Druck im Hirn und die typischen Zeichen, dass Druck im Hirn ist, ist Kopfschmerzen, Übelkeit, Erbrechen. Das sind so unspezifische Symptome, die oft Erstsymptome bei einem Hirntumor sind. Oft auch ein Erstsymptom ist ein epileptischer Anfall, also eine unkontrollierte elektrische Entladung des Gehirns mit klassischerweise, so kennt man, so krampfartigen Muskelbewegungen bis zu Bewusstlosigkeit. Und dann hängt es ein bisschen davon ab, wo liegt der Tumor? Ist er im Sprachzentrum, ist er im Bewegungszentrum eher lokalisiert, ist er im Sensibilitätszentrum, dort wo man sieht, hat man entsprechend Lähmungserscheinungen, Taubheitsgefühle, Sprachstörung, Sehstörung und man kann auch Wesensveränderungen haben und das ist speziell bei Patienten, wir sehen später noch ein Beispiel, die Tumore im Stirnhirn haben. Das Stirnhirn ist so die Region, für die Persönlichkeit, für das Wesen einer Person. Und wenn man dort Tumor hat, können die Leute anders werden, würde man sagen. Das ist etwas, was sehr oft gefragt wird, auch speziell das da unten. Gibt es irgendwelche Ursachen für Hirntumore? Für die sekundären Hirntumore ja. Rauchen, wenn jemand raucht, durch Rauchen ein Lungenkarzinom bekommt, das ist ja ein anerkannter Risikofaktor und von dem Lungenkarzinom letztendlich eine Metastase im Kopf bekommt, ist die Ursache des Rauchen. Für die Tumore im Hirn selber, für die primären Hirntumore, gibt es bis dato keine anerkannte auslösende Ursache. Es war ja eine Zeit lang in den Medien Handykonsum, ist bis dato kein wirklich valider Hinweis, dass mehr Handy-Telefonieren mehr Hirntumor macht. Wenn dem so wäre, müssten die ja jetzt dann langsam explodieren, die Hirntumor. Hat ja jeder mittlerweile ein Handy. Ne? Rauchen, viel oder wenig Sport, Essgewohnheiten, dick oder dünn, alles bis dato kein Hinweis, dass das sozusagen Hirntumore auslöst. Das Einzige, was bis dato anerkannt ist, sind bei den gutartigen Hirntumoren, bei den Meningiomen. Wenn solche Patienten im Vorfeld aufgrund eines bösartigen Tumors eine Ganzkopfbestrahlung bekommen haben, diese Patienten zeigen gehäuft auch im Anschluss daran Meningiome, also gutartige Tumore. Sonst rauchen sie, essen sie, wie sie wollen, wegen den Hirntumoren ist es egal. Wegen was anderes ist es was anderes, nicht? Muss man ganz ehrlich sagen. Welche Therapieoptionen haben wir? Und da glaube ich, kann man gleich am Anfang einmal sagen, es ist ein sehr interdisziplinäres Fach, Hirntumore. Also es braucht Neurologen, es braucht Anästhesisten, es braucht Strahlentherapeuten, Nuklearmediziner, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Logotherapeuten. Also sehr Neurologen, sehr, sehr viele Disziplinen sind involviert. Wir Neurochirurgen machen eine dieser Therapieformen, das ist die Operation. Die nach
folgenden Therapien wie Strahlentherapie, Chemotherapien werden zum Teil in anderen Bundesländern auch von den Neurochirurgen gemacht. Hier in Vorarlberg ist es traditionellerweise so, dass die Strahlentherapie und die nachfolgende Chemotherapie von unseren Strahlentherapeuten, Chefprimar de Vries, dort werden die Patienten weiter betreut. Aber es ist sozusagen ein sehr interdisziplinäres Setting. Also die Therapie ist Operation, das steht immer eigentlich am Anfang, weil man braucht ja immer ein Gewebe, damit man eine Histologie hat, damit man wissen, um was es sich handelt. Gefolgt, je nachdem, ob es gutartig und bösartig ist, von Strahlentherapie und Chemotherapie. Und es gibt dann so Sonderbehandlungen wie Einzeit-Hochdosisbestrahlung, Gamma-Knife. Protonenbestrahlungen können wir jetzt auch in Österreich anbieten. Es gibt in Wiener Neustadt jetzt ein großes Zyklotron, das Med-Austron, eine Milliardeninvestition, wo man mit schweren Teilchen bestrahlen kann. Man kann mit Medikamenten arbeiten, die die Gefäßeinsprossung verhindern. Und dann gibt es noch andere, das sprengt jetzt den Rahmen, auf alles einzugehen. Ich darf jetzt zum zweiten Teil kommen, welche Tumore gibt es überhaupt, die uns beschäftigen. Also ich glaube, das eine der Haupttumore sind die Meningiome. Was sind die Meningiome? Die Meningiome sind Tumore, die gehen von den Hirnhäuten aus. Das wäre jetzt so ein Schnitt, das sind die Haare, da ist die Kopfhaut bis daher, das ist der Knochen und dann kommen die Hirnhäute. Das Blaue, das ist die harte Hirnhaut und dann kommen die weichen Hirnhäute. Und das ist sozusagen das Gehirn, das Gelbe. Und die Meningiome, die gehen von den Hirnhäuten aus. Die Hirnhäute umgeben das gesamte Gehirn und das Rückenmark. Also die geht bis in den Lendenwirbelsäulenbereich, die Hirnhaut. Das ist alles ein Raum. Hirn mit Rückenmark wird von Hirnhäuten umgeben und ist mit Hirnflüssigkeit gefüllt. Und die Meningiome sind Tumore, die von den Hirnhäuten ausgehen. Wo ist der Cursor da? Was haben die für Charakteristik? Also Meningiome sind der häufigste primäre interkranielle Tumor. Also das ist der Tumor, der am häufigsten vorkommt. Inzidenz 7 auf 100.000. Auf Vorarlberg umgerechnet werden es ungefähr 28 Neuerkrankungen pro Jahr. Machen ungefähr 20% der Neubildungen bei Erwachsenen im Schädelinneren aus, wachsen relativ langsam, können oft jahrelang wachsen, bevor sie symptomatisch werden, bilden zum Glück keine Metastasen, also außerhalb des Körpers findet man keine Meningiome oder ganz, ganz selten und sind in 80% der Fälle gutartig. Also die WHO, heißt Weltgesundheitsorganisation, teilt die Tumore ja ein zwischen Grad 1 und Grad 4. 1 ist und 2 sind gutartig, 3 und 4 sind bösartig und die Meningiome sind zu 80% Grad 1, also ganz, ganz gutartig. Bösartige Varianten sind relativ selten mit 3%. Wenn man gutartige Meningiome operiert, dann haben sie eine relativ geringe Rezidivrate, so zwischen 7-20%. Bösartige haben leider eine ungünstige Prognose und deshalb, weil sie immer wieder nachwachsen. Also diese Grad 3 Meningiome haben die Eigenschaft, dass sie in 50-80%, je nach Literaturangabe, wieder nachwachsen können. Wie schaut ein Meningiom aus? Das wäre so ein typisches Bild eines Meningioms. Dieses, was ich da abfahre im Cursor, das ist die Hirnhaut im MRT. Auch in der Mitte zwischen der rechten und linken Hemisphäre, Hirnhälfte, ist eine Trennung aus Hirnhaut. Und von da wächst dieser Tumor aus. Typischerweise, wenn man Kontrastmittel gibt, man sieht, das sind Gefäße da, diese Streifen, wo das Kontrastmittel drin ist und das diffundiert in den Tumor hinein und bildet so eine Kontrastmittelaufnahme. Deswegen ist der Tumor so hell. Das wäre jetzt die Operation. Da sieht man da die Hirnhaut. Da war der Ansatz des Tumors, den hat man schon wegpräpariert. Und wir sehen dann gleich, der hat eine Verschiebeschicht meistens zwischen dem Meningiom und dem Hirn. Und den kann man
das ist natürlich ein sehr schöner Fall, optimal meistens von der Hirnoberfläche ablösen. Das wäre ja das Gehirn. Und man sieht, es verdrängt das Gehirn nur. Das wächst nicht ins Hirn hinein, sondern das verdrängt das Gehirn und infiltriert nicht das Gehirn. Das wäre jetzt das Bild, 2 Jahre nach der Operation sieht man, dass das komplett weg ist. Das sind Artefakte von den Klammern, die wir verwenden, um den Knochendeckel zu refixieren. Ich würde mal sagen, das Vorherige war ein leichtes Meningiom, so für junge Kollegen zum Operieren beginnen, weil das ist ganz an der Oberfläche klein. Meningiome können aber und auch sehr, sehr groß werden und zu den, würde ich sagen, fast schwierigsten Operationen zählen. Da sehen wir zum Beispiel ein Meningiom, das ist 7-8 cm im Durchmesser, mehr oder weniger das ganze Stirnhirn verdrängend. Das wäre jetzt die Ansicht von oben. Und wenn man seitlich drauf schaut, da sieht man die Nase, alles das ist Tumor. Das ist das Stirnhirn da, das ist komplett nach oben verdrängt. Und das ist eine Patientin, die hat aber fast keine Symptome gehabt. Die ist gekommen und der Tumor ist sicher mindestens 10 Jahre schon gewachsen. Also das ist ganz, ganz langsam wachsend. Und nur wenn er langsam wächst, kann man auch so eine Größe erreichen als Tumor, weil das Hirn sukzessive sozusagen ausweichen kann und sich an diese Platzverhältnisse gewöhnen. Und die Patientin ist auffällig geworden, weil der Mann gesagt hat, irgendwie meine Partnerin, ist ein bisschen komisch waren. Sie war eine, die ist gern weggegangen, hat viel geredet in Gesellschaft und in letzter Zeit ist sie stiller geworden, sie will nicht mehr so gern weg. Also eine typische Verhaltens- und Wesensänderung, gepaart mit auch ein bisschen Kopfschmerz und das ist ganz typisch für Veränderungen, wenn das Stirnhirn, also der Stirnlappen verdrängt wird, weil das ist sozusagen der Ort, wo die Persönlichkeit beheimatet ist. Wie sehr das Hirn auch die Strukturen verdrängt, sieht man da. Das, was man da unten sieht, das kleine Ding da, das ist die Hirnanhangsdrüse, die Hypophyse. Und wenn man jetzt vergleicht nach der Operation, die hat normalerweise eine Verbindung mit dem Gehirn, die sieht man da überhaupt nicht. Und das ist jetzt die, nach der Operation, da hat man können alles entfernen und man sieht die Hirnanhangsdrüse mit dem Stiel, der das Hirn verbindet, wieder schön dargestellt. Also alle diese Strukturen, die verdrängt werden, sieht man meistens nach der Operation wieder. Das wäre auch ein sehr großes Meningiom, ein Fall, den man auch nicht jeden Tag sieht. Riesiges Meningiom. Das sind zum Beispiel die Bilder mit und ohne Kontrastmittel. Also das wäre das Bild ohne Kontrastmittel und das mit und man sieht, wie Meningiome Kontrastmittel aufnehmen. So groß, dass sogar die Haut nach außen schon verdrängt wird. Das wäre der Anblick von oben. Und das wäre jetzt eine Aufnahme, ein CT, wo man den Knochen sehr gut sieht. Der Tumor hat mehr oder weniger, das Weiß ist der Knochen, der wird da weitergehen, den kompletten Knochen zerstört. Da sind nur einzelne Knochenfragmente im Tumor. Der ist sozusagen nach außen durch den Knochen durchgewachsen und nach innen. Und das sind natürlich dann keine Anfängeroperationen mehr, das gehört natürlich schon zum Schwierigen, was wir Neurochirurgen vorfinden. Interessant ist auch, wenn man von dem Bild die Angiografiebilder sich anschaut, also die Gefäßbilder, wo man die Gefäße darstellt, das sind die Gefäße, die Arterien, die die Haut versorgen, die laufen alle zu dem Tumor. Also alles das, also die Tumore haben auch die Eigenschaft, sich Gefäße zu schnappen, anzuziehen, weil die brauchen ja Energie. Und Energie wird über das Gefäßsystem geliefert. Und das sehen wir da sehr schön, wie viele Hautgefäße da nur dazu da sind, mehr oder weniger den Tumor zu versorgen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann die Venendarstellung sieht, das ist auch sehr interessant, die Venen, da fließt ja dann das Blut wieder zurück zum Herzen. Normalerweise ist die Hauptvene am Kopf oben, die geht von da drüber nach hinten und fließt dann da ab das Blut. Und der Tumor, der hat diese Hauptvene oben komplett verschlossen im Laufe der Zeit. Wenn so etwas plötzlich passieren würde,
durch eine Thrombose, durch eine Verpfropfung, wären wir auf der Stelle tot. Aber dadurch, dass der Tumor ja so langsam wächst, sieht man, dass da Umgehungskreisläufe gebildet werden. Sehen Sie diese dicke Vene, die ist normalerweise gar nicht da und mündet da unten in den Hauptabfluss wieder ein. Das sind Umgehungskreisläufe, die werden langsam mit dem Tumorwachstum, wenn das zugeht, ändert sich der Fluss, der Strom und es werden zusätzliche Venen sozusagen gebildet. Und das kann nur sein, wenn so etwas ganz, ganz langsam wächst. Das kann man so ein bisschen vergleichen, das ist so eine Satellitenaufnahme von einem Flussdelta, da ist eine Stadt. Fragen Sie mich nicht, was für Fluss das ist. Kann man sich vorstellen, wenn dieser Arm da verschlossen wird durch einen Staudamm, dann sucht sich das Wasser einen anderen Weg. Nicht? Genau das Gleiche passiert da im Gehirn. Und das wäre jetzt das Bild nach der Operation, aber auch solche Tumore kann man zur Gänze entfernen. Da ist noch ein Hohlraum, weil natürlich das vorher ausgeweitet war, aber das wird sich alles wieder zurückbilden und man sieht, dass diese Vorwölbung wieder komplett weg ist. Und ganz, ganz schwierig werden die Meningiome dann zum Operieren, wenn sie an der Schädelbasis sind, also wenn sie sozusagen am Knochen, auf der Schädelbasis, weil dort münden ganz wichtige Strukturen ein. Da münden ein die Hauptarterien, der Sehnerv, die Hirnnerven. Dort ist das Hirn, die Knochenoberfläche hat viele Winkel und Ecken und solche Meningiome sind dann extrem schwierig zum Operieren. Und wenn man sich so dieses Meningiom anschaut, das ist die Hauptarterie, die das Hirn, die komplette Seite versorgt, auf der linken Seite und auf der rechten Seite ist die mitten im Tumor drinnen. Und so etwas zu operieren ist dann sehr viel Arbeit, weil das muss man komplett herausoperieren, das Gefäß. Das kann man ja nicht verschließen, da hätte man ja dann einen kompletten Halbseitenschlaganfall und ist natürlich mit einem beträchtlichen Risiko verbunden. Aber so etwas ist machbar, das ist jetzt das Bild nach der Operation, wo man sieht, das Gefäß ist wieder komplett frei. Aber bei solchen Tumoren muss man oft einen kleinen Teil übrig lassen. Das ist Rest, weil da kommt das Gefäß aus dem Schädelknochen ins Hirn hinein. Und das ist dann letztendlich das Problem der Schädelbasismeningiome, dass man oft Teile aus Sicherheitsgründen hinten lassen muss. Die kann man nicht entfernen, weil es zu riskant ist. Und vor diesen Tumoren kann letztendlich wieder ein Rezidiv kommen. Dort kann es wieder nachwachsen. Wir tun natürlich solche Leute dann kurzfristig immer nachkontrollieren, die haben dann alle Jahre ein MRT und wenn der Tumor größer würde, würde man das frühzeitig erkennen, aber diese Reste von Tumor sind sozusagen der Grund, wieso die immer wieder nachwachsen können. Obwohl Meningiome gutartig sind, aber dadurch, dass sie nachwachsen, können sie auch Probleme machen. Das wären jetzt die Meningiome, wie gesagt, die häufigsten Tumore. Die zweite Gruppe sind die Gliome und die Astrozytome und die sind leider, nicht so wie die Meningiome, zum größten Teil gutartig. Das sind wirklich zum größten Teil bösartige Tumore. Woher kommen die Astrozytome? Wir haben gesehen, die Meningiome kommen aus den Hirnhäuten und die Astrozytome, die kommen von den Astrozyten. Was sind die Astrozyten, wenn man das Empire State Building in die 30er Jahre, wo man es sozusagen in New York, wo man es gebaut hat? Und das Hirn besteht ja auch aus verschiedenen Anteilen, aus Nervenzellen. Und die Astrozyten sind sozusagen das Stützgerüst. Beim Hochhaus wäre das sozusagen der Stahlträger, wo dann alle anderen Dinge mit eingebaut werden. Also die Astrozyten sind sozusagen die Stützmasse des Gehirns, wo dann die Nervenzellen und andere Zellen eingebettet sind. Und von diesen Zellen gehen sozusagen die Gliome oder Astrozytome aus. Die WHO, haben wir schon gesagt, 4 Grade, 1 und 2 sind gutartig, 3 und 4 sind bösartig. Unter den Astrozytomen gibt es auch gutartige Varianten. Das bilozytische Astrozytom kommt fast nur bei Kindern vor. Die Grad 2 Astrozytome kommen bei Erwachsenen vor, sind aber eher selten.
90% der Astrozytome sind Grad 3 und 4, das anaplastische Astrozytom und das Glioblastoma multiforme. Und das Glioblastom ist eine der bösartigsten Tumorvarianten, die es im menschlichen Körper gibt. Also das ist die Grad 3 und 4 Astrozytome sind Tumore, die kann man behandeln mit Bestrahlung, mit Operationen, mit Chemotherapien, aber man kann sie nicht zur Gänze heilen. Also das muss man wissen und das muss man den Leuten fairerweise beim Aufklärungsgespräch dann auch sagen, dass man diese Art der Tumore nicht zur Gänze heilen kann. Wie schaut der Tumor aus? Wir sehen da, das ist ein histologischer Schnitt. Das ist nicht einer wie das Meningiom, der wächst von außen und verdrängt das Gehirn, sondern das geht vom Hirn selber aus. Das ist im Hirngewebe selber und dringt sozusagen in das gesunde Hirngewebe ein. So würde jetzt im Bild eine gutartige Variante ausschauen. Das ist gut und bösartig, unterscheidet sich in den Bildern immer, ob der Tumor Kontrastmittel aufnimmt oder nicht. Das ist das Bild ohne Kontrast. Das ist das Bild mit Kontrast. Mit Kontrast, wir sehen da wieder die Gefäße. Und der Tumor bleibt gleich dunkel. Also dieser Tumor nimmt kein Kontrastmittel auf. Und das ist einmal bildgebend ein Hinweis, dass es ein gutartiges Astrozytom ist. Und die bösartigen Astrozytome, die haben ganz typischerweise diese Konfiguration ohne Kontrast, schaut so aus, und mit Kontrast diese ringförmige Kontrastmittelaufnahme. Und im Zentrum ist kein Kontrastmittel mehr, weil das ist meistens schon sozusagen abgestorbenes Gewebe. Das wäre sozusagen eine andere Art der Aufnahme, wenn man sieht, wie das der Tumor auch das umgehende Hirngewebe reizt, das Helle, das ist Flüssigkeitseinlagerung im Hirn, ein Ödem. Und deswegen gibt man bei Patienten, die mal die ersten Symptome haben, oft der Cortison, weil Cortison kann dieses Ödem wieder zum Verschwinden bringen und dann kann man so die ersten Symptome meistens wieder nur mit Cortison ganz gut sozusagen bekämpfen. Können auch kleiner sein, nur so diskret sozusagen ausschauen, nicht so ein großes Areal. Und so schaut es dann bei einer Operation aus. Da sieht man, das ist nicht so wie der Tumor vorher, der verdrängt, sondern das ist im Hirn selber. Das wäre die Hirnoberfläche, das sind die Gefäße der Hirn. Da sieht man innen dieses gelblich-gräuliche Aspekt. Dieses Matschige, wie wir dazu sagen, das ist der Tumor. Schwierig ist bei der Operation dann zu erkennen, jetzt nur vom Hinsehen her, durch das Operationsmikroskop, wann endet der Tumor und wann geht er in gesundes Hirngewebe über, weil dann sollen wir ja stoppen als Chirurgen. Und das ist die große Kunst beim Operieren, bei diesen Tumoren, dass man erkennt, wie fühlt er sich an von der Konsistenz her, wie schaut der Tumor aus, wann ist der Tumor zu Ende und wann beginnt gesundes Hirngewebe. Das zur Erkennung braucht Erfahrung und ich werde Ihnen aber später noch Methode zeigen, wie man mit moderner Chirurgie auch solche Tumore zum Leuchten bringen kann, damit man unterscheiden kann zwischen Hirn und wann ist es noch Tumor. Das ist nämlich essentiell beim Operieren. Altersverteilung von den Gliomen, das ist jetzt aus einer Tabelle von meiner Innsbrucker Zeit, da habe ich, wo ich in Innsbruck an der Neue Kirche gearbeitet habe, 25 Jahre Therapie von Gliomen zusammengefasst und das ist die Altersverteilung. Also betroffen sind vor allem 50 bis 60 und 60 bis 70, 70 bis 80-Jährige. Also Peak ist um das 60. Lebensjahr, also Mittel 58, selten Jüngere. Und auch ganz selten über 80-Jährige. Also so der Hauptding trifft es eigentlich auch noch Leute, oder trifft es Leute, die Kinder haben, im Berufsleben noch integriert sind, zwischen 50 und 60. Die Therapie
klassischerweise von solchen Gliomen bösartig ist Operation, steht immer am Anfang und dann gefolgt von einer 6-wöchigen Phase von Strahlentherapie mit Chemotherapie kombiniert. Das ist ein Chemotherapeutikum, das Temozolomid, ein Chemotherapeutikum zum Schlucken, das man eigentlich sehr gut vertragt. Das gibt man parallel zu diesen 6 Wochen Strahlentherapie. Die Strahlentherapie endet dann und das Demodal, das Chemotherapeutikum, kann man aber eigentlich unbeschränkt weitergeben. Und dann noch vielleicht kurz, dass Sie es auch gesehen haben, wie schauen Hirnmetastasen aus? Die sehen wir am häufigsten, also die sekundären. Von häufigste Primärtumore sind natürlich auch die, die vor allem vorkommen in der Bevölkerung. Lungenkarzinom beim Mann, Mammakarzinom bei der Frau und Melanome. Metastasieren auch sehr aggressiv in das Gehirn. Oft ist es aber auch so, dass wir Leute haben, die haben Metastasen im Kopf und man findet aber im ganzen Körper nichts. Also da ist die Metastasierung die erste Anzeichen, bevor ein Tumor noch im Körper so groß geworden ist, dass man den findet. Da macht man dann operiert, sagt, es muss höchstwahrscheinlich von der Lunge kommen, findet aber eigentlich noch gar keinen Lungentumor. Gibt es auch. Wie metastasieren jetzt solche Dinge? Also hämatogen, also es kann über das Blutgefäßsystem, über das Blut ins Gehirn kommen, aber auch durch per Kontinuitatem, das heißt, wenn es vor allem von den Nasennebenhöhlen ein Tumor ins Hirn hineinwächst. Da zeige ich Ihnen dann noch ein Bild. Wir operieren natürlich die Metastasen. In der Regel hat man 1 bis 2 Metastasen, das ist so das Häufigste, was man sieht. Es gibt auch Personen, die kommen und haben 20 schon im Kopf, da kann man natürlich nicht mehr operieren, da ist die Operation keine Option mehr, maximal vielleicht um die Diagnose zu sichern, indem man die Histologie gewinnt. Operieren gibt es in der Regel maximal 3, also 3 Metastasen operiert man, alles was drüber geht. Da ist die Tumorbelastung und das Fortschreiten der Metastasierung meistens schon so ausgedehnt, dass man nicht mehr operiert. In der Regel werden die Metastasen nachbestrahlt und die Prognose hängt von vielen Faktoren ab. Wie ist der Primärtumor? Ist der Lungentumor schon so groß, dass von der Lunge her schon das Problem kommt, gibt es Metastasierungen in andere Organe, Leber, Lunge, Knochen, Mark und wie viel, habe ich davor schon gesagt, wie viele Metastasen finden wir überhaupt im ZNS. Da sieht man auch wieder, dass es eine sehr interdisziplinäre, es gibt ja das Tumorboard verpflichtend, auch in Vorarlberg, wenn Patienten Tumore haben mit Metastasierung im Kopf, in andere Organe, dann muss das immer interdisziplinär im Tumorboard besprochen werden, wo Neurologen, Neurochirurgen, internistische Onkologen und andere Disziplinen sozusagen die insgesamte Prognose abschätzen und dann kommt man sozusagen zu einem Schluss, operiert man, macht man Bestrahlung, Chemotherapie, das ist eine sehr interdisziplinäre Entscheidung. So schauen Hirnmetastasen aus. Die verdrängen auch das Gehirn, also die verdrängen so wie die Meningiome das Gehirn, infiltrieren meistens nicht, bilden so eine runde, meist eine runde, kugelige, kontrastmittelaufnehmende Läsion. Das ist ein Patient, der hat 2, da und da im Bereich der hinteren, im Hinterhaupt noch eine 2. Die haben wir beide operiert. Da sieht man auch wieder, von dieser Metastase hat er Symptome gehabt, und zwar deshalb, weil er ein riesiges Ödem gehabt hat, sieht man da die Reizung des Hirns, die von der Metastase ausgeht, da noch besser, diese Wassereinlagerungen im Hirn, nur aufgrund der Reizung von der Metastase. Und da sind die Symptome auch durch Cortisongabe schon sehr gut zurückgegangen. Und das wäre jetzt also ein Tumorwachstum per Continuitatem, also von angrenzenden Nasennebenhöhlen, das ist ein Patient, der hat ein Nasennebenhöhlenkarzinom, da sieht man, da ist die Nase, das ist der Primärtumor und der wächst
durch die Schädelbasis in das Schädelinnere. Da sieht man noch ein Röntgenbild, wo man da den Knochen sieht. Der würde da weitergehen und man sieht, dass der Knochen komplett aufgelöst ist. Da ist der Tumor durch den Knochen ins Schädelinnere durchgewachsen. Das wären jetzt sozusagen die drei wichtigsten Tumorformen, die wir, mehr oder weniger zu 95% sind wir mit denen beschäftigt. Alle anderen Tumorformen sind so selten, das würde jetzt den Rahmen sprengen, alle vorzustellen. Was machen wir als Neurochirurgen? Unser Ziel als Neurochirurgen ist die größtmögliche Tumorentfernung, das nennt man Radikalität, bei maximaler Schonung der Gehirnfunktionen. Das ist unser wichtigster Job. Also man weiß, wenn man den Tumor zur Gänze herausbekommt oder je mehr man vom Tumor chirurgisch herausbekommt, umso besser ist die Prognose. Dabei sind wir aber gefordert, sozusagen den Patienten keine neurologischen Symptome anzuoperieren. Wir haben alle nichts davon, weder die Chirurgen noch die Patienten, vor allem die Patienten nicht, wenn der Tumor zur Gänze heraus ist und nach der Operation ist der Patient halb seitengelähmt. Das ist zwar dann toll, weil der Tumor heraus ist, aber die Lebensqualität ist sozusagen schwer beeinträchtigt. Und diese Balance ist das, was für den Neurochirurgen das Wichtigste ist. So viel wie möglich heraus bei maximaler Schonung der Hirnfunktion. Und unser Credo ist aber schon Funktion vor Radikalität. Also wenn wir während der Operation merken, wir kommen in Hirnregionen, wo für Bewegung, für Sprache zuständig sind, dann würden wir eher einen Tumor sozusagen drinnen lassen, bevor wir riskieren, dass der Patient nach der Operation nichts redet, nichts bewegen kann oder auf der kompletten Körperseite nichts spürt. Also Funktion vor Radikalität. Was meine ich damit? Wenn man jetzt so ein Hirn sich anschaut, das ist ein anatomischer Schnitt, dann wissen wir, wo Funktion beheimatet ist. Das weiß man, es haben ja Leute Schlaganfälle, da sieht man dann einen Schlaganfall in der Region und der bewegt nichts. Und der andere hat einen Schlaganfall da hinten und der spricht nichts. Und aus allen diesen Untersuchungen über Jahrzehnte ist man sozusagen zu einer Kartierung des Gehirns gekommen, wo man annehmen kann, wo Funktion ist. Und das Rote wäre zum Beispiel die klassische Region für Bewegung. Das Gelbe ist die klassische Hirnregion, die für das Spüren, also die Sensibilität zuständig ist. Das Blaue haben wir schon gesehen vorne für das Wesen einer Person, also das Stirnhirn. Das Grüne wären so klassische Bereiche für die Sprache und das da hinten wäre so das Sehzentrum. Das sind so die klassischen Funktionen vom Gehirn. Und wenn man aber dann weiterschaut in die Tiefe, das sind ja die Funktionen der Hirnrinde und in der Tiefe laufen dann aber die Faserbahnen. Sozusagen die Befehle werden von der Hirnrinde gegeben und die Impulse laufen dann durch Datenhighways, also wie Glasfaser-Kabelverbindungen. Das Grüne wäre die hauptmotorische für die Bewegung, das läuft dann ins Rückenmark. Es gibt Verbindungen von vorn nach hinten und die muss man auch schonen. Also wenn man zwar die Hirnoberfläche für die Bewegung schont durch die Operation in der Tiefe, aber da sozusagen das durchtrennt, ist der Patient auch gelähmt. Das ist ungefähr so, wie wenn man einen Schalter hat und da hinten eine Glühbirne, wenn man den Schalter kaputt macht, geht die Glühbirne auch nicht an. Wenn man aber irgendwo im Laufe des Kabels durchtrennt, geht die Glühbirne auch nicht an. Also man kann Motorfunktionen verletzen, indem man die Hirnoberfläche verletzt, aber auch indem man diese Verbindungen sozusagen kappt. Was tun wir jetzt sozusagen, wenn wir diese Situation haben und der Tumor ist da in dem Bereich und grenzt sozusagen reicht bis ins Bewegungszentrum, Sprachzentrum ist betroffen. Bei den Meningiomen ist es leichter, weil die Meningiome, die wachsen nicht hinein ins Hirn, die verdrängen nur. Wenn man das entfernt, das Meningiom, und sozusagen das Hirn nicht verletzt, dann dringt man nicht ins Hirn ein und,
und macht eigentlich keine neurologischen Defizite. Schwierig ist diese Situation immer bei diesen hirneigenen Astrozytomen, die sozusagen vom Hirn selber ausgehen und so in die Umgebung hineinwachsen und wo man auch schwierig oft erkennt, wo ist der Tumor zu Ende und wo beginnt das gesunde Gehirn während der Operation. Und da kommen eben die modernen chirurgischen Techniken ins Spiel, die ich jetzt im dritten Teil noch kurz sozusagen Ihnen zeigen will, was braucht der Neurochirurg, um modern und sicher operieren zu können. Und ich will das jetzt so ein bisschen so plakativ: Wir brauchen optimale Sicht, wir brauchen optimale Orientierung, also wir müssen uns immer wissen, wo sind wir im Gehirn. Wir brauchen vor der Operation eine optimale Bildgebung. Wir müssen den Tumor so optimal wie möglich sichtbar machen, dass wir, sobald er zu Ende ist, auch mit unserer Operation stoppen. Und wir können während der Operation Dinge wie Bewegung und Sprache auch kontrollieren. Und am Ende dessen ist auch, was die Frau Mohr schon erwähnt hat, diese Wachoperation. Beginnen wir mal mit optimaler Sicht. Und dazu gehört das Operationsmikroskop. Also dieses Setting, das ist ein Bild aus den, weiß ich nicht, 20er, also nicht aus meiner Zeit, sagen wir mal so, dass da der Operateur steht und da vielleicht mit Tageslicht operiert wird. Ich weiß nicht, ob das eine Art Stirnlampe ist, wie wir sie heutzutage noch beim Skitouren gehen vielleicht hernehmen. Also dieses OP-Setting kennen wir Neurochirurgen nicht. Das wäre das moderne OP-Setting, das man so findet in der Bauchchirurgie. Das ist für uns auch obsolet. Auch mit dieser Art von Beleuchtung sehen wir in einer kleinen Öffnung drinnen im Kopf viel zu wenig. Wir operieren mehr oder weniger nur mit Operationsmikroskop. Das gilt nicht nur für den Kopf, das gilt auch für die Wirbelsäule. Und wieso? Durchs Operationsmikroskop schaut man da oben hinein, dann wird vom Mikroskop hochgebündeltes Halogenlicht emittiert, in einer irrsinnig hohen sozusagen Lichtstärke. Der Kopf des Operateurs ist nicht zwischen Lichtquelle und Patienten, weil wir schauen ja da oben durch. Und das Operationsmikroskop vergrößert uns den Situs ums Hundertfache. Und das ist so, wie wenn man durch ein Mikroskop schaut. Nicht? Da sieht man alle Strukturen ums Hundertfach größere. Also operieren mit Operationsmikroskop, das ist von der Sicht her wie ein alter Röhrenfernseher und Ultra-HD. Also, und wahrscheinlich ist das noch zu gering der Unterschied. Also wir operieren nur mit Operationsmikroskop. Dann optimale Orientierung. Wie können wir uns optimal orientieren? Natürlich gibt es die normale Anatomie, die wir natürlich alle kennen müssen. Aber wir haben auch, und ich kann das ganz plakativ, jeder hat ein Navigationssystem im Auto oder fast schon jeder. Und genau das Gleiche gibt es auch für die Neurochirurgie. Da gibt es, das ist eine Kamera, die steht im OP-Saal drinnen. Und am Patienten sind so Marker dann fixiert, die die Kamera erkennt. Dadurch weiß sozusagen der Computer, wie liegt der Patient im Raum. Und wenn wir mit einem Pointer auf die Hirnoberfläche gehen, zeigt uns sozusagen der Computer am MRT genau, wo wir sind. Also wir können, und die Genauigkeit ist im Untermillimeterbereich, also 0,5 Millimeter ist da die Abweichung. Im Prinzip ist es wie ein Navigationssystem. Wenn wir wollen Karinergasse 37, dann geben wir das dort ein. Das führt uns dorthin. Der Vorteil beginnt schon auf der Haut, weil wir ganz genau sozusagen wissen, da drunter ist der Tumor, dadurch können wir die Rasur kleiner halten, den Hautschnitt kleiner halten, die Schädelöffnung kleiner halten, weil wir genau wissen, da drunter ist der Tumor. Und wenn wir im Tumor sind und operieren und wir uns nicht sicher sind, ist das jetzt schon das Ende des Tumors, dann fahren wir mit dem Pointer dahin, wenn jetzt das zum Beispiel der Tumor ist und wir sind da. Und wir fahren dahin mit dem Zeigestab und der zeigt uns wirklich, ja, ihr seid schon da. Und dann hat man noch zusätzliche Informationen, dass wir wissen, ja, das ist das Ende des Tumors. Also das ist auch etwas, gibt es noch nicht so lange die Navigation, gibt es 10 Jahre, ist aber mittlerweile absoluter Standard und gibt keine Operation, die wir nicht ohne Navigation ausführen. Und
dank dem neuen OP-Trakt und den Investitionen, die getätigt worden sind, haben wir auch das teuerste Navigations- und Beste, das derzeit am Markt ist. Also so ein Gerät, darf ich das sagen, kostet 500.000 Euro. Nicht? Also das ist nichts Billiges, aber es ist absoluter Standard und nicht mehr vertretbar, ohne Navigation zu operieren. Da sieht man einmal, also das ist der Pointer, wenn man den da hin zeigt, dann das am Navigationsgerät genau an, ich bin da. Optimale Bildgebung, also neben den schönen MRT-Bildern, die Sie schon gesehen haben, wo man Hypophyse, Hypophysenstil, wo man den Sehnerv alles erkennt, gibt es aber auch Möglichkeiten, uns Funktion im MRT zu zeigen. Wenn man jetzt diesen Tumor sich anschaut, dann wissen wir von der Anatomie her schon, da wird Sprache sein, da wird Bewegung sein. Aber so etwas kann man sich auch vor der Operation mit MRT darstellen lassen. Und wie funktioniert das? Wenn wir den Arm bewegen, nicht? Da muss der Impuls vom Kopf ausgehen, von dem Zentrum. Da wird ständig elektrischer Impuls gesendet. Und dann kontrahieren wir den Arm. Und in der Zeit, wo das Hirn sozusagen die Impulse sendet, braucht es mehr Energie, weil das braucht ja Energie. Und das Hirn bekommt die Energie über die Durchblutung. Und in dem Moment, wo wir den Arm bewegen, sozusagen steigt die Durchblutung in dem Bereich. Und das kann man sozusagen mit MRT messen. Und wir bekommen dann sozusagen solche Bilder. Finger bewegen, also zu dem Zeitpunkt hat der Patient den Finger bewegt. Und wir sehen da die Aktivierung. Und dann wissen wir, ja, das passt, da ist Bewegungszentrum, da wird die Handbewegung sein. Zehen bewegen, das Areal für die Füße ist etwas höher, wird da aktiviert. Es ist natürlich, das sind Artefakte, das ist eine Ungenauigkeit drinnen, das muss man dazu sagen, also solche Bilder muss man, sind fein, muss man aber auch mit einer gewissen Vorsichtigkeit interpretieren. Also dann wissen wir, da ist das Areal für die Zehen oder für die Bewegung der unteren Extremitäten. Lippen bewegen wird da aktiviert. Und für uns fein ist alles vom Tumor entfernt. Diese Informationen wollen wir haben. Also der Tumor, die Bewegung, die Zentren sind weiter entfernt. Sprache, da und da und da. Das ist aber nicht Sprache und das zeigt uns schon im nächsten Bild, das ist schon genau. Wenn wir nämlich Lippenbewegung und Sprache nebeneinander stellen, dann sehen wir, dass diese zwei Areale gleichzeitig aktiviert werden. Wieso? Weil man beim Reden die Lippen bewegt. Also wenn man die Lippen bewegt, das ist das Areal, das die Sprache auslöst. Wir brauchen aber zum Sprechen die Lippen, also muss auch das Motorische, das Bewegungsareal für die Lippe aktiviert werden. Also allein das zeigt uns schon, dass sozusagen die Methode schon eine Genauigkeit hat. Und diese Informationen machen wir nicht bei jedem Patienten, aber wenn es kritisch ist Richtung dieses Zentrum, ist es eine zusätzliche Information, die uns eine Sicherheit gibt, dass wir nicht sozusagen diese Zentren verletzen. Und das sind jetzt die Darstellungen vom gleichen Patienten der Faserbahnen, also das, was dann hinten, diese Glasfaserkabelverbindungen, da sieht man da auf der gesunden Seite, sind die Bahnen für die Bewegung, dann ist da der Tumor und dann ist ja für uns auch interessant, hat der Tumor die Bahnen jetzt eher zur Mitte verdrängt oder nach außen hin verdrängt? Soll man von da operieren oder soll man von da operieren? Und wir sehen da ganz schön, dass diese Bahnen, die da sind, durch den Tumor nach außen hin verdrängt werden. Und das sind alles Informationen, die zu einer sicheren Operation beitragen. Dann optimale Tumorsichtbarkeit. Allein schon das Mikroskop trägt natürlich immens dazu bei, dass wir wissen, dass wir den Tumor erkennen und erkennen, wann geht es ins gesunde Hirngewebe über. Aber wie ist es jetzt da? Hirngewebe schaut so aus wie Elfenbein, sagen die Neurochirurgen von der Farbe her. Und das ist jetzt Blick durchs Mikroskop ganz normal, mit normalem Licht. Ist das jetzt ein Tumor, das ist ein bisschen überblendet, wenn man genau, oder nicht?
Und dann kann man sozusagen am Patienten eine Substanz geben, das Gliolan, das schluckt er 6 Stunden vor der Operation. Das ist ein fluoreszierendes Mittel, so ein bisschen was, wie man es auf der Uhr kennt, nicht? Dass die Zeiger leuchten. Und das ist bei normalem Licht unsichtbar. Und wenn man dann beim Mikroskop, und deswegen braucht es auch ein modernes Mikroskop, von normalem Licht auf Infrarotlicht umschaltet, bringt man sozusagen, und dieses Gliolan, das habe ich jetzt vergessen dazu zu sagen, reichert sich nur in Tumoren an, nicht im normalen Hirngewebe, das geht nur in den Tumor hinein. Und wenn man das 6 Stunden vorher gibt, dann hat es eben Zeit, sich im Tumor sozusagen festzusetzen. Und wenn man dann von normalem Licht auf Infrarotlicht umschaltet, dann sieht man da, wie der Tumor leuchtet. Das wäre alles noch Tumor. Das erkennt man da nicht so leicht, weil es eigentlich weiß-weiß ist. Das ist Hintergrund, das Blaue. Das ist einfach das blaue Infrarotlicht. Und das, was man da sieht, das ist sozusagen Fluoreszenz. So wie bei der Uhr, wenn dann die Zeiger dann leuchten. Und dann wissen wir, okay, das ist noch Resttumor, das müssen wir entfernen. Das würde man da wahrscheinlich nicht so erkennen. Und sozusagen führt dazu, dass wir schon den Tumor radikaler operieren und oft nicht Tumorreste hinterlassen. Und dann ganz zum Schluss noch die Funktionskontrolle. Das ist auch ein sehr wichtiges Tool. Wir können sozusagen während der Operation, wenn das Hirn vor uns liegt und wir sozusagen diese klassischen Strukturen sehen, wo wir da Bewegung und da Sensibilität vermuten, mit einer Strompinzette die Hirnoberfläche stimulieren. Das wird dann so ein kleines, also die Pinzette, je nachdem wie viel Milliampere und Volt man anlegt, stimuliert einen kleinen Bereich. Und wenn man vor der Operation in die Muskeln überall Elektroden platziert, also für den Arm im Bizeps, für die Beine in der Oberschenkelmuskulatur, Gesichtsmuskulatur, Zunge, dann sieht man dann auf einem Monitor, wenn das sozusagen das Areal für die oberen Extremitäten wäre, für den Bizeps, und man stimuliert, dann geht der Strom durch den Cortex, durch den ganzen Datenhighway zur Muskulatur hin, und an einem Monitor wird es dann ausschlagen. Also wir können sozusagen das Hirn stimulieren und dann geht man sozusagen die ganze Hirnoberfläche ab und kartiert mehr oder weniger das Hirn. Schaut, wo ist der Muskel, wo ist der Muskel, wo ist die Sensibilität. Das geht allerdings nur für Bewegung und Gefühl, nicht für Sprache, weil der Patient ist ja in Vollnarkose und Sprache kann man nicht testen mit Elektroden. Und da kommt jetzt sozusagen die höchste Stufe der Sicherheit, das was jetzt die Frau Mohr schon berichtet hat, die Wachoperationen. Am wachen Patienten kann man natürlich Sprache testen. Wenn der Patient wach ist, kann man mit dem ständig kommunizieren und würde, wenn man da das Sprachzentrum stimuliert, auch erkennen, wenn er nicht mehr sprechen kann plötzlich. Nicht? Und deshalb in seltenen Fällen machen wir auch Wachoperationen, ist nicht immer notwendiger. Und das schaut dann so aus, das wäre jetzt eine wache Patientin, da testen wir gerade die Bewegung. Wir fordern die Patientin auf zu bewegen. Da wird jetzt stimuliert, das sieht man nicht. Und wenn man beim Handareal ist, sehen Sie, wie der Arm abfällt. In dem Moment ist die Funktion sozusagen gelähmt und der Patient hat da eine Schwäche. Ne? Und dann wissen wir, okay, dieses Hirnareal ist für die Armbewegung zuständig. Das wäre für die Bewegung, das könnte man auch mit den Elektroden machen. Und für die Sprache ist es natürlich nur in Wachheit möglich. Ich hoffe, wir haben einen Ton und hören das. Da ist die Stimulation, die Patientin spricht. Jetzt zählt sie. Und jetzt zählt sie nicht mehr. Haben Sie das gehört? Du kommst jetzt nicht weiter.
Nein, ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Nicht? Die Patientin hat gezählt, wir haben das Areal stimuliert und auf einmal hat sie nicht mehr reden können in dem Moment. Und dann wissen wir, da ist Sprache. Und das geht nur beim wachen Patienten. Man kann am wachen Patienten operieren und zwar deshalb, weil das Hirn selber nicht schmerzempfindlich ist. Also man kann Hirngewebe am Hirn operieren, das spürt man nicht. Während man hin operiert zum Hirn, wenn man den Hautschnitt macht, kann man den Patienten ja schlafen lassen. Da hat man ganz normale Vollnarkose. Und wenn man dann in diese Phase kommt, wo das Hirn vor einem liegt und man will wissen, wo ist die Funktion, dann lässt man den Patienten aufwachen. Der Patient ist ja fixiert mit Dornen, da kann man Betäubungsmittel lokales geben, lasst ihn aufwachen, testet es, operiert dann und wenn man dann wieder zumacht, dann kann man wieder in Vollnarkose versetzen. Also das ist sozusagen die sicherste und technisch am schwierigsten Art sozusagen zu operieren, aber in vielen Fällen auch lohnend. Wir rechnen so ungefähr mit 5-6 Fällen pro Jahr, wo man so eine Methode in Vorarlberg sozusagen einsetzen wird. Ja, ich bin damit am Ende. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen einen Eindruck in unsere Welt bekommen und danke für die Aufmerksamkeit.